Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. 32 Tage noch. Heute schauen wir auf Rebekka. Ihr Name ist von der Bedeutung her nicht ganz klar definierbar. Es könnte sein, dass da die Wortbedeutung drin steckt: große Geduld, große Erwartung. Rebekka war eine Hirtin in der weiteren Verwandtschaft Abrahams und sie wurde umworben, Braut zu werden, aber in einer Art und Weise, wie wir uns das heute kaum noch wirklich vorstellen können. Ein Diener Abrahams soll für seinen Sohn Isaak eine Braut suchen und macht sich auf. Rebekka wird ausgewählt, nachdem dieser Diener am Zielort angekommen ist, vor den Toren des Ortes steht und sowas wie ein Stoßgebet loslässt. Genesis 24, Vers 12. Bitte Gott, lass es heute gelingen. Und er bittet auch gleich noch um das entsprechende Zeichen. Er wartet darauf, dass die Frauen aus der Ortschaft kommen, um Wasser zu schöpfen, und bittet um das Zeichen: die Frau, die mir und mein Kamel Wasser schöpft, die soll es sein. Und sie ist es dann auch. Er kommt in das Haus Labans, der natürlich erstmal auf die Brautgeschenke schaut. Aber ungewöhnlich dabei ist, dass Rebekka gefragt wird, ob sie mitgehen will. Und so wie die Maria, sie gibt ihre Zustimmung. Sie ist dabei. Und sie zeigt sich da als eine entschlossene junge Frau, die bereit ist, sich auf das Unbekannte einzulassen, obwohl sie nicht weiß, nicht genau weiß und nicht wissen kann, was sie wohl erwarten wird. Und sich so einfügt in den Willen Gottes. Mutter und Bruder wollen den Abschied noch herauszögern, aber als sie gefragt wird, sagt sie: nein, ich will los. Und so folgt sie dem Ruf Gottes, wie Abraham schon dem Ruf Gottes gefolgt ist, auszuziehen in ein anderes Land. Rebekka war schön. Und sie machte Eindruck auf Isaak, einen besonderen Eindruck. Er nahm sie, so wie geplant, zur Frau und gewann sie lieb. Trotz dieser großen Erwartung, 20 Jahre musste sie warten auf ihre erste Schwangerschaft. Dann kam sie und die hatte sehr große Schmerzen. Und in diesem Zustand fragt sie Jahwe, was das alles zu bedeuten hat. Und Jahwe spricht zu ihr: zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sie hört das Reden Gottes. Sie macht dann aber auch, tut auch ihren Teil dazu bei, dass es wirklich so passiert. Man würde meinen, Gott müsste sauer sein, dass sie da ein bisschen trickst, damit ihr Lieblingssohn die Verheißung auch wirklich bekommt und den Segen. Aber nein, Gott verurteilt sie nicht. Ein Zeichen von Gnade. Schon im Alten Testament. Insgesamt sehen wir in ihr eine selbstbewusste Frau, die bereit ist, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen. Meine Herausforderung heute: lies das Kapitel im ersten Buch Mose, das Kapitel 24, ein spannendes Kapitel. Und zwei Fragen, die spannend wären, mit Jesus Christus zu besprechen. Erstens: wann hast du in deinem Leben schon einmal einen Schritt ins Ungewisse getan und Neuland erobert? Wenn dir das einfällt, dann bringe zu Jesus deinen Dank für das Gute, was daraus entstanden ist. Wenn dir nichts dazu einfällt, eine zweite Frage: der Weg der Verheißung, das ist kein Weg, sich selbst klein zu machen,
sich selbst zu demütigen oder kasteien oder gering von sich zu denken und von den eigenen Fähigkeiten? Das sehen wir an Rebekka. Verantwortungsbewusst und vor allem selbstbewusst geht sie diesen Weg. Wie ist es für dich, dein Lebensweg, verantwortungsbewusst und selbstbewusst in der Liebe Gottes zu gehen, in dem Vertrauen, dass Jesus Christus bei dir ist? Besprich das mit ihm und vertraue ihm dein Leben an. Und wenn du jetzt schon mehr als einmal diesen Oster-Countdown gehört hast, freue ich mich auch sehr über ein kurzes Feedback. Gottes Segen!